Wir sind Oscar, das ist die Meldung des Monats. Österreich hat also den Oscar gewonnen bei den Oscar-Spielen und es ist sogar ein goldener geworden. Und ich frage jetzt meine Kollegin, wie schaut es denn aus? In welcher Disziplin hat Österreich diesen Oscar gewonnen? Hallo, ich bin die Gabi. Also erstens, Österreich hat keinen Oscar gewonnen, sondern Christoph Waltz hat den Oscar für sich errungen. Er hat den gewonnen für die Darstellung eines Nazis und zwar nicht so wie sonst, einfach nur böse, sondern er hat ihn durchaus menschlich angelegt und charmant. Insofern völlig zu Recht dieser Oscar für Christoph Waltz. Werde ich mir sicher auch noch anschauen. Hoffentlich spielt es ihn in 3D und nicht in einem von diesen unbequemen Holzsessel-Kinos, wo sonst immer solche gescheiten Sachen spielt, aber ich muss jetzt schon aufhören, weil Robert Stopperl, Stoppacher, es gibt was im Hohen Haus zu tun, nicht wahr? Ja, eine kleine Korrektur, ich heiße nicht mehr Robert Stopperl, Stoppacher, sondern Robert Stockerl, Stoppacher, weil ich stehe auf einem Stockerl drauf, damit man mich irgendwie sieht, da hier im Hohen Haus. Ja, es ist folgendes, das Distanzierungseinforderungsgesetz hat zugeschlagen, eine Partei hat eine Sitzung im Nationalrat erwirkt, weil das steht so drinnen in diesem Gesetz und deshalb sind jetzt alle Abgeordneten da hier. Ja, Kameraden? Jawohl. 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 Hm. Ah. Guten Tag. Grüß Gott. Jawohl. Und was gibt's jetzt? Es gibt eine Sitzung. Ich hab gemeint, was gibt's zum Essen? Deutsches. So, nach dem Distanzierungserwirkungsgesetz, oder wie es heißt, haben wir jetzt ungefähr 45 Sekunden Redezeit für den Abgeordneten Heinz-Christian Strache. Ist lang. Wir von der FPÖ werden von der links-linken Kulturschikaria immer wieder mit den Nationalsozialisten gleichgesetzt. Ja, schau, wo ist er jetzt? Ist das besser? Und wenn wir einmal eine unverdächtige Kornblume im Knopfloch tragen, wird gesagt, wir wären Nazis, währenddessen das offizielle Österreich einen Christoph Waltz ehrt, der sich den ganzen Tag mit Nazi-Diktion spielt, der eine SS-Uniform anhat und dem wird der rote Teppich ausgerollt. Ja, was wird ihm ausgerollt? Der rote Teppich vom offiziellen Österreich. Das ist wirklich so. Also das kann ja nicht wahr sein, dass Sie nicht unterscheiden können, ob jemand auf der politischen Bühne mit Nazi-Vokabular spielt oder in einem Film. Das ist doch nur eine Rolle, bitte, die da herweist. Spielt überhaupt keine Rolle. Also, das ist ja unbelehrbar. Stichwort roter Teppich. Schreiben Sie 100 Mal Teppich, Herr Strache. Teppich, 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 Teppich.